Wir verlassen Koh Lanta wieder. Fluchtartig. Irgendwie sind hier alle nervös wegen Corona. Ja, wir wollten zuerst nach Ao Nang, aber da sieht es auch dunkelrot aus. Da kann man nicht mehr in Restaurants gehen. Seit heute Morgen, ja. Wir haben uns jetzt kurzfristig entschieden, wenn es denn klappt, vom Krabi Bus Terminal nach Suratani zu fahren. Das ist allerdings noch ein bisschen weiterer Weg. Übrigens auch eine rote Zone, die haben sogar noch mehr Fälle als Krabi, aber we will see. Krabi Bus Terminal konnten wir nicht filmen, weil zu viel Hektik am Start war. Wir haben uns dann quasi beim Aussteigen aus dem Bus entschieden, nach Samui zu fahren, weiterzufahren. Haben dann schnell bezahlt, 700 Baht pro Nase. Und ja, ich glaube, es hat 3 Minuten gedauert, inklusive zweimal Toilettenstopp. Und schon sind wir auf dem Weg nach Samui in dem nächsten Minivan. Jo, dauert ca. 3 Stunden. Knapp eine Dreiviertelstunde haben wir noch bis zur Fähre. Und das Hotel haben wir mittlerweile gefunden. So, wir müssen umsteigen anscheinend. Okay. Wir sind jetzt in Suratani City und warten auf den nächsten Minivan. Wir wurden hier quasi rausgeworfen und schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Hallo, wir haben es auf die Fähre geschafft nach Koh Samui. Man sieht auf der Stirn etwas weiß. Ja, wir haben 34 Grad ungefähr. Wir sind erst 5 Minuten auf der Fähre, die ist auch noch nicht losgefahren. Aber die zeige ich euch jetzt mal, wie die aussieht. Ich weiß es selbst noch nicht. Du kannst einen Kaffee holen gehen. Ja, und einen Kaffee holen schon. Hier gibt es jede Menge Snacks, also man verhungert auch nicht auf der Fähre.